nehme hier die mal. Und sonst ist nichts dabei. Minimale Verbesserung, aber besser als gar nichts, was? Ach, guck an, siehst du? Ich habe Zauber für mein Tierchen. Einmal Frost. Frost braucht es wirklich. Ach komm. So, pass auf. Ein bisschen Glück muss sein. Das Glück ist auf eurer Seite. Naja, aber auch nur ein bisschen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Super. Aber komm. Auf geht's. Ein neuer Versuch wagt. Ein neuer Versuch wagt, jo. Geil. Geiles Deutsch mal wieder. Mau. Scheiße. Das Mikrofon mal wieder. Also wieso stirbt man? Ich glaube auch alle nur so langsam. Das ist so ätzend. Mein Veteran, aber trotzdem. Ich habe momentan echt doch Pech, ja? Ja, wo ich im Rage-Modus bin, da freue ich mich mal drauf, wenn das richtig abgeht. Kann im High-End, weiß ich nicht. Im High-End-Bereich bist du fast nur noch da drin. Scheiße! Nein! Alter. Huch, Bombe. Oh nein. Also wieso stirbt er denn nicht? Mann. Na komm. Kann manchmal doch ein bisschen frustrierend sein gerade. Dass ich das schon wieder falsch ausgesprochen habe, ein Wort, und Scavenger hat dann wieder was zum Lachen. Scavengina. Darauf bin ich gekommen, neuerdings auch. Weiß ich nicht, ich sagte, das war ja so. Das erzähl ich mal so nebenbei. Bei Path of Exile, bevor wir anfingen mit der Session. Ne? Sie hat den Ranger ja gewählt und die kann man ja nur weiblich spielen. Sagte Scavenger dann so, jetzt brauche ich ja nur noch einen passenden Namen dafür. Sag ich dann so frei heraus Scavengina und Alter, der kam nicht mehr drauf klar erstmal. So eine halbe Minute hat er sich erstmal kaputt gelacht. Ach, herrlich war das, ey. Und prompt hat er den Namen auch noch genommen. Das war sowieso das Geilste. Mensch, er hätte den Anfang ruhig noch mit aufzeichnen können. Also, hätten wir das gewusst, ne? Also, weiß ja keiner. Kommt keiner an, dass es so weit geht. Oh. Ach, Ingenieur. Ohoho. Zack, zack, zack.
Tja, fief ja. Da seht ihr das. Jawohl, Level 20. Alter! Hier ist aber was los. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm. Oh, zähes Biest, ey. Meine Fresse. Warcraft 3 mit den Untoten, die werden immer mehr. Nein, Warcraft 3 werde ich nicht let's playen, falls jetzt irgendwie Fragen aufkommen. Weil ich bin noch nicht mal ein guter Stratege, ehrlich gesagt. Ich bolz da lieber einfach mal drauf. Aua. Das tat weh. So. Aua. Ach komm, bei dem bisschen Gold kann ich jetzt auch noch. Ah, siehst du? Müssen auf Geschick gehen. So falsch es jetzt auch ist, muss ich jetzt durch. Oh, den ganzen Weg dahin. So, tschüss. Oh, noch so einer. Ja, weiß ich doch. So, zack. Der nächste Held. Wow, der nächste Held tot. Ja. Heiliger Kuhfladen. Berserker-Rundschild? Also. Das war jetzt mehr Schein als Sein, aber trotzdem. Sah cool aus. Oh, nicht schlecht. 1000 Jahre alt fühle ich mich jetzt nun. So, wohin führt uns jetzt dieser Pfad hin? Oh, zu weiteren Schnetzeleien. Uah. Scheiße. Also allmählich zieht's an. Autsch. Um.
stirbt. Level 21 lässt er nicht lange auf sich warten, möchte ich wetten. Na? Jetzt sterbe ich am Ende doch noch, oder was? Der Blutaffe. Die Seuche beginnt jetzt. Hab ich gerade eine Truhe? Agro? Nee. Doch, hab ich wohl. Oh, Alter, was? Scheiße. Boah, wenn ich jetzt nicht aufpasse, hab ich gleich nochmal 5 am Hals. So. Geht doch. Puh. Hammer, du, ey. Satellitenschüssel. Alala. Minuten. Der Großregent. Oh Mann, als hätten wir es geahnt. Als ob. Was ich erstmal tue ist. Die Sachen reinstecken. Ja, genau. Die Sachen verkaufen, schicken. Ach, warte. Da wir im Endgegnerraum kein Portal hinsetzen können, mache ich das hier. Noch ist genug Zeit. Leute, es ist soweit. Da ist der infizierte Großregent. Vom Nether besessen. Und da geht's auch schon gleich los. Na, hier geblieben. Bevor hier meine Wutleiste sich wieder leert. So wie jetzt. Ah, jetzt kommen hier die ganzen Netherviecher. Oder die Netherwind, wie man so schön sagt. Ich hätte noch Tränke kaufen sollen, merke ich gerade. Übrigens beherrscht er noch eine Macht. Nämlich diese Wächterbestie. Die hat er zurzeit noch im Bürgergriff. Oh, das kann jetzt ein bisschen dauern. Scheiße, da kommt ja noch Erdbeben, der mich one-hittet auf Veteran. Ach ja. Oh, möge sich der Schaden aufteilen. Nein. Ja, vielen Dank auch. Oh je, Mini. Schade, dass es für ihn so enden musste. Oh, fuck. Ja, das ist doch mal eine erbitterte Schlacht gerade hier. Oh, fuck. Wird auch immer mehr. Seht ihr es? Boah. So
echt hier meine Augen überall haben, hey, auf Tränke, auf meine Cooldowns, auf die Viecher, auf mein Leben, auf mein Mana. Oh shit. Ah, doch nicht ganz one-hitted, aber auf Elite definitiv. Muss echt aufpassen. Ah, Mann. Jetzt kommen auch noch Tentakel, ne? Das wird eine erbitterte Schlacht hier. Wird langsamer, was? Oh, ja. Na komm. Ein Viertel hat er noch. Boah. Nein. Wenigstens muss man da wenigstens nicht ganz von vorne beginnen. Komm schon, Mann. Wie verzögert er sich immer, wenn ich das mache. Der macht gerade gar nichts mehr. Oh, die Tentakel hauen auch noch zu. Und hier soll ich mich auch besser verhalten. Vergesse ich doch fast. Scheiße. Ach, das kann er auch noch, ja, stimmt. So, er ist fast weg. Aber wenn ich jetzt noch sterbe. Geht doch. Oh, der ist tot. Das war's leider für ihn. Aber. Wenigstens ist er nicht ganz verloren. Er ist wieder frei. Ja, der Arme tut mir auch leid. Ja. Machst du nix, schaust du zu. Ihr seid fachkundiger geworden. Und somit sind wir Level 21, Leute. Heiliger Kuhfladen. Ich weiß nicht, ob dem Alchemisten bewusst ist, welche Verwüstung Ordrax Herz anrichtet, oder ob es ihn einfach nicht kümmert. Ich hoffe, man kann ihn irgendwie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ja. Ihr sollt also in die Knochenwüste. Wisst ihr was? Ich glaube, dabei kann ich euch helfen. Du glaubst oder bist du sicher, Fräulein? Ich werde veranlassen, dass man euch nach Zerifesh in der Knochenwüste bringt. Sprecht einfach mit dem Transportmeister, wenn ihr reisefertig seid. Nun gut. Ihr habt eine Quest bekommen. Das werde ich doch sofort machen. Verkaufen und kaufen kann ich alles noch da drüben machen. Ich hoffe... Man hört noch was?
Toll! Leise Cutscene. Tut mir leid, da kann ich jetzt wirklich nichts für. Ich weiß auch nicht, was das soll. Na, immerhin. Jetzt verteilen wir mal die Punkte. Oh, bin ich ja schon da. Hätten wir auch da machen können übrigens. Oder doch von den Esru hier. Ihr habt eine Quest bekommen. Man weiß es nicht. Toll, jetzt haben wir keine Rossen mehr. Wow. Ich zieh den Gürtel an. Jo. Eis aufkaufen. Zu teuer für mich. Ja. Lass was gut sein. Stiefel. Dein Ernst. Etwas Hübsches im Weg. Ich kann aber hier gucken. Oh, ich höre Geräusche. Ach, egal. Ich glaube, ich beende jetzt auch für heute einfach mal hier. Und dann bis zur nächsten Session. Ciao.